Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Wir befinden uns im Moment in Arcadia und wir wollen an das Eis da oben rankommen. Allerdings wissen wir noch nicht ganz wie. Es muss was sein, was in den Ohren dröhnt. Oh, guck mal, da hinten ist noch ein Durchgang. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch was. Ein Hinweis oder so. Ein Hinweis, ein Hinweis. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau, okay. So, hier haben wir auf jeden Fall noch Erze. Oh, und hier haben wir eine Glocke. Können wir dich... Klonk. Ich möchte aber anmerken, dass meine Idee mit dem Feuerwerk auch nicht so weit hergeholt war. Meine Idee mit dem Feuerwerk hat bestimmt genauso viel Lärm gemacht. Auf jeden Fall dürfte das jetzt das Eis befreit haben. Jawohl, ja. Können wir mit dir reden? Gute Arbeit mit den Eiskristallen. Jetzt sollte es leicht sein, ein Stück Arcadia-Eis zu schnappen. Ich habe vergessen, wie ihr Menschen Arcadia-Eis sammelt, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich wäre lieber wo es warm ist. Kann ich mit dir mitkommen? Okay, was ist das Geheimnis? Du hast mir jetzt kein Geheimnis verraten. Aber wir haben einen neuen Geist und Arcadia-Eis. Das heißt, wir können jetzt wieder hier raus. Es ist ein schönes Detail, dass jetzt, wo die Decke so ein bisschen gesprungen ist, dass hier auch Licht reinscheint. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Gut, dann können wir jetzt das Arcadia-Eis... Moment, ich sollte vielleicht wieder die richtige Quest... Ich hab gerade überhaupt keine Quest dafür. Okay. Dann halt nicht... Mich würde es nur interessieren, sieht man jetzt von hier oben auch, wo die Risse entstanden sind, wo es reinscheint? Nein, wie es aussieht, leider nicht. Schade. Das wäre so, aber das wäre auch, glaube ich, zu viel verlangt von so einem Indie-Spiel. Aber trotzdem sehr cool. So, dann geben wir mal das Arcadia-Eis schnell ab. Dann würde ich ganz gerne, jetzt ist die Frage, gehen wir nochmal auf den Berg und aktivieren da den Stein der Weisen? Würde ich gern machen. Liegt halt nicht direkt auf dem Weg, obwohl wir da vermutlich auch hin abkürzen können. Ha, doch, müssten wir eigentlich hinkriegen. Das funktioniert irgendwie. Gut gemacht, du hast als Frau die Künste... Ach so, nein, ich wollte eigentlich... Wem muss ich das Eis geben? In letzter Zeit... Nein, wem... Bin ich blöd? Ich habe hier unten solche Orientierungsprobleme, gell? Wem mussten wir jetzt das Arcadia-Eis geben? Das bist doch du, oder nicht? Mussten wir das Arcadia-Eis überhaupt... Moment, oder brauchten wir nur Arcadia-Eis zum Reparieren? Ah, wir brauchten nur Arcadia-Eis. Wir mussten das gar nicht weiter verarbeiten. Es tut mir leid, es ist schon eine Weile her seit der letzten Aufnahmesession. Ich bin da gerade etwas verwirrt gewesen. Das heißt, wir brauchen nur noch das Wolkenfängersegel. Das heißt, wir können das hier erstmal hinter uns lassen. Es tut mir leid. Ich war gerade etwas sehr zerstreut. Haben wir hier in der Gegend einen Stein der Weisen? Wir haben den hier. Den hatten wir auch aktiviert, richtig? Das war der, der die Zufriedenheit wollte. In einem Gebiet eine Zufriedenheit von über 50%, was ja jetzt nicht so schwer ist. Was wir ja hatten. Loot? Loot. Dann können wir da vielleicht auch ein bisschen abkürzen. Mich ärgert es nur, dass wir den anderen noch nicht aktivieren konnten.
Weil wir noch nicht genug Erze abgebaut haben. So. Dann, Sesam, öffne dich, ne? Mach auf, einmal weit aufmachen. Hier kommt das Flugzeug. Oh, wir haben erst zwei aktiviert. Das ist keine sonderlich gute Quote. Und hier ist noch richtig viel, was wir noch nicht gemacht haben, wie es aussieht. Fisch, Fisch, Fischi, Fischi, Fischi. Okay. Ah, hier sind wir. Der Ort der vielen Ausrufezeichen, wie es scheint. Wo auch immer die herkommen. Hier können wir eine Brücke bauen, wie es aussieht. Wenn wir Zwirn haben. Nein. Woraus machen wir Zwirn aus Futter? Das ist richtig gesehen. Nee, aus... Hä, aus Lianen? Was habe ich denn gerade hergestellt? Habe ich gerade irgendwas Falsches hergestellt? Egal. Mache uns den Weg frei. Ja, und jetzt muss ich nur noch treffen. Guck mal, da unten ist unsere Farm. Eine unserer 20 Farmen. Oh, Altkönigreich-Münzen. Ich habe keine Ahnung, was wir davon haben, aber sie sind cool, weil die selten sind und seltene Sachen sind cool. Wisst ihr doch. Das sollte ich euch nicht extra erklären müssen. So, ich möchte auf jeden Fall hier hin. Das sollte unser nächstes Ziel darstellen. Es ist doof, dass wir dahin keinen Shortcut haben, ne? Und wir müssen über den Fluss, was auch nicht sonderlich geil ist. Weil, das habe ich offscreen gesehen. Über den Bus, über den Fluss. Es hört sich fast gleich an, es ist fast dasselbe. Das, ach, pff. Bus, Fluss, Stuss, sage ich dazu. Humbug! Ich wollte eigentlich darüber gleiten wie in Breath of the Wild, aber irgendwie funktionierte das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mist. Auf jeden Fall, um da regulär rüberzukommen, brauchen wir eine Steinbrücke. Und ihr habt gesehen, was die Steinbrücke an Ressourcen frisst. Und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, warum ich in diesem Let's Play keine Steinbrücke mehr bauen werde. Kommen wir da irgendwie rein? Da, wo das Ausrufezeichen ist. Nope, wir ertrinken elendig. Ende. Und die Moral von der Geschichte: Schwimme nicht. Oder so. So. Hier war noch ein Stein der Weißen, gell? Da hinten. Was war denn deine Aufgabe? Verrätst du mir nochmal kurz, welcher Stein du warst? Beweise deine Fähigkeit, arbeite und bringe an Land, was im Wasser lebt. Moment, das war doch richtig. War mal Steinbrücke, Stein der Weisheit, Glanzsand. Bist das du? Nein. Stein der weißen Crestpfeilküste hier. Wie viele Fische? Fange einen Fisch mit über 22 Zentimetern. Das können wir doch schnell machen, oder?
Dann machen wir das noch, diese Folge, und dann kann ich doch offscreen in das nächste Dorf gehen, dass ich euch nochmal zeigen kann, weil in der Folge, die Folge ist ja verloren gegangen. Die Folge, wo wir in der Stadt waren. Das ist ja die eine, die verlorene Folge. Dann machen wir jetzt noch ganz entspannt ein bisschen hier. Dann machen wir jetzt Angeln. Mehr. Oh, was bist du denn für ein Oschi? Was ist das denn für ein Brocken? Das sind beides so Brocken. Oh. Ich hab vergessen, wie man angelt. Nee, du bist ein Zwergi-Fischi. Dich will ich nicht. Geh weg. Ich sag dir, geh weg. Dich möchte ich nicht, du bist zu klein. 8 Zentimeter, pff. Kann ich bitte jetzt einen großen haben? Weil du bist doch... Das sind doch Fische nach meinem Geschmack. Das sind die Fische, die ich auf meinem Teller haben will. Zu meinen Nudeln. Wer isst Nudeln zu Fisch? Wobei, Lachsnudeln sind geil. So. 14 Zentimeter. Ha. Das ist auch nicht so überzeugend. Okay, du bist... Nein, nein. Mit sowas geben wir uns gar nicht erst ab. Ich brauche so einen richtigen Oschi. Geh weg. Dich. Was sind das denn da wieder für Mini-Fische? Also das ist... Es ist unfassbar. Ich brauche hier so ein... So ein Wal oder so. So ein Orca. Sind wieder so winzige. Nein, ich brauche einen gigantischen Fisch. Einen Monsterfisch. Einen... Keine Ahnung. Das, was hier, guck mal, du da zum Beispiel. Komm ran. Komm ran, obwohl der wahrscheinlich auch nicht. Also der wirkte jetzt auch nicht so groß auf mich, aber es könnte reichen. Nein, 15 Zentimeter. Du bist definitiv lang. Komm ran. Du bist der Fisch, den ich brauche. Also wenn der nicht über 22 Zentimeter hat, dann fresse ich einen Besen vor laufender Kamera. Im Livestream. Ich streame meinen Krankenhausaufenthalt gleich mit. Komm ran, 24 Zentimeter. Und es ist ein Knuckelfisch. Habe ich den nicht noch für eine andere Quest gebraucht? Oh. Und da stirbte er. Sterbi. Den Knuckelfisch. Habe ich nicht noch eine andere Quest? Irgendwie eine Hand für Knuckelfisch oder so? Das wäre natürlich perfekt. Dann könnte ich die war nämlich direkt hier auch ums Eck. Die war in diesem Fischerdorf, wenn ich richtig bin. Dann könnte ich hier gleich zwei Quests auf einmal abschließen. Huiuiui. Wird das hier etwa noch ein 100% Let's Play? Wir spielen jede Quest, die es gibt. Nein, da das Spiel, soweit ich weiß, auch Quests zufallsgeneriert, ist es überhaupt nicht möglich. Sesam, öffne dich! Der Pfad ist offen. Wundervoll! Richtig. Dann wollte ich mal ganz kurz ein Händchen für Neckelfisch da. Bei Theodor abliefern, sage ich doch, das ist direkt hier ums Eck. Das ist ja perfekt, wie hier gerade so alles zusammenpasst. Das ist wie so ein Uhrwerk. Ich könnte meinen, ich habe das hier alles geplant.
Unfassbar. Ich meine, ich habe das natürlich hier alles geplant, aber ich tue die ganze Zeit so, als ob das ganze Let's Play nicht geskriptet wäre. Hehe. So, dann bewegen wir uns einmal zu Theodor. Ist leider ein kleines Stück. Ich finde es schade, dass es hier nicht sowas wie Pferde gibt oder so. Das ist immer so meine Lieblingsfortbewegungsmethode, wenn ein Pferd, wenn ein Spiel Pferde hat, wenn ein Pferd Spieler hat. Und dann sind wir ja auch eigentlich direkt ums Eck der anderen Stadt, zu der ich wollte. Mensch, es ist gerade, es läuft. Freunde, es läuft. Würde ich behaupten. Da hinten, genau. Wir sehen schon die Lichter der Stadt. Nein, Pferde in Videospielen sind toll. Sei es jetzt Plötze in Witcher oder sei es Epona in Zelda oder... Man hat da immer so eine gewisse Bindung mit. So. Theodor! Theodor, wo bist du? Komm ran, Junge, ich hab Fisch gemacht. Beziehungsweise gefangen, nicht gemacht. Kochen musst du selbst. Du fantastischer Fisch, erinnert mich an meine Jugend auf hoher See. Hier sind neue Kleider für dich. Die gebundenen Dimji und Langarm-Stola werden dir gut stehen. Das könnte tatsächlich sehr cool sein. Ich werde mich mal ganz kurz umziehen. Das war definitiv der falsche Knopf. Ich gebe mir auch wieder hier, das ist doch eine coole Frisur. Wir hier und da. Mit dem Färbemittel kann ich mit dem... Whatever. Keine Ahnung. Gut, dass wir das geklärt haben. Gut, dass wir das erledigt haben. Lass mich hier rüber. Lass mich hier... Nein, nicht ertrinken. Danke. Puh! Was war das? Freunde, dann würde ich aber sagen, soll es erstmal gewesen sein mit Yonda. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.